Ich traute meinen Ohren kaum, was sich da im Bundestag abspielte und was sich da Boris Pistorius und Karl Lauterbach erlaubt haben. Unfassbare Aussagen, unfassbare Szenen. Und darum habe ich die jetzt für euch dechiffriert. Wirklich unfassbar. Bleibt dran. Im Übrigen gilt unverändert. Die Covid-19-Impfung ist der beste Schutz vor schweren Vollkrankheitsverläufen, der beste Schutz vor Ansteckung. Wie bitte, Herr Pistorius, sind Sie so schlecht informiert oder lügen Sie absichtlich? Es ist erwiesen, dass die Impfung nicht zuverlässig vor Ansteckungen schützt. Aber nicht nur der Minister desinformiert, hier dem Applaus können Sie entnehmen, dass viele Bundestagsabgeordnete an dieser Desinformation beteiligt sind. Ist nach wie vor, Sie können vor einer Weitergabe der Ansteckung. Weitergabe der Ansteckung ist eine unwissenschaftliche Formulierung. Das würde ich ihm auch überhaupt nicht vorhalten, wenn nicht nachher Herr Lauterbach noch anderen Abgeordneten genau das vorwerfen würde. Aber er wiederholt es hier sogar noch einmal, der Herr Pistorius, und auch mit einer nicht ganz korrekten Formulierung. Faszinierend. Aber wie Sie es macht überhaupt gar keinen Sinn, mit Ihnen über Corona- und Covid-Impfungen zu diskutieren. Erstaunlich. Ich habe das in der Schule und auch in der Journalismusausbildung noch so gelernt, dass das Parlament der Ort ist, wo man diskutiert, wo auch die Regierung mit der Opposition diskutieren soll. Und Herr Pistorius sagt jetzt, es macht überhaupt keinen Sinn, mit Ihnen ein strittiges Thema zu diskutieren. Hat der da im Demokratieunterricht nicht aufgepasst oder hat er sich entfernt von demokratischen Grundüberzeugungen? Ich weiß es nicht. Ich beantworte gerne Ihre Frage. Naja, genau das haben Sie aber eigentlich nicht getan, Herr Pistorius. Naja, formell haben Sie es getan, faktisch aber nicht. Und deswegen werden wir regelmäßig abwägen und evaluieren, ob die Impfempfehlungen noch gültig sind, was das Paul-Ehrlich-Institut, was die einschlägigen anderen Institute dazu sagen. Mit anderen Worten, wir betreiben Informationsinzucht, denn das sind ja Bundesinstitute und die sind alle dem Karl Lauterbach unterstellt. Warum nicht auch fragen, was Kritiker dazu sagen? Warum kein Dialog, Herr Pistorius? Weil Sie ja die Antwort gegeben haben. Sie sagten ja, Sie wollen keine Diskussion und das nannte man früher eine autoritäre Haltung. Ausgerechnet jetzt von einem SPD-Politiker. Erstaunlich. Das Bundesverwaltungsgericht, das hat sich mit Schreiben vom 29. hat sich mit Schreiben vom 17. Juli 23 aufgefordert, sich bis zum 29. September diesen Jahres eindeutig zu äußern, welche Schritte zur Evaluierung der Covid-19-Impfung im Bundesverteidigungsministerium angestrengt worden sind. Auch kenne ich diese Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts. Das ist aber sehr schlecht, wenn der Verteidigungsminister eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, die ganz explizit seinen Aufgabenbereich betrifft, nicht kennt, da fragt man sich, wie kompetent ist der Mann und vor allem, dass er das hier noch in so einer herablassenden Art sagt. Die kenne ich nicht. Man hätte das ja auch anders intonieren können. Ich bin nicht Verwaltungschef der zuständigen Abteilung. Ja, aber auch wenn Sie das nicht sind, Herr Pistorius, dann hat der Abgeordnete doch sehr klar gesagt, was da drin steht in dem Urteil und dann können Sie sich ja dazu äußern. Und das, was Sie hier sagen und der Ton, in dem Sie das vortragen, das legt den Verdacht nahe, dass Sie offenbar Ihr Haus nicht stark im Griff haben. Minister, Sie haben gerade allen Ernstes hier behauptet, dass die Corona-Impfung vor Ansteckung und Weitergabe schützt. Wir wissen aus zahlreichen Expertisen, dass genau das nicht der Fall ist, dass die Impfung dafür nie vorgesehen war. Ich zitiere jetzt einfach mal das Ärzteblatt beispielsweise, das sagt, eine Impfung hat die Kontakte während der ersten Omikron-Welle nicht vor einer Ansteckung geschützt. Wie haben Sie sich tatsächlich mit dieser Impfung überhaupt auseinandergesetzt? Oder verordnen Sie hier den Soldaten etwas, von dem Sie nicht mal wissen, worum es sich handelt? Verehrte Frau Präsidentin. Die Frage hat Pistorius offenbar so zugesetzt, dass er das Geschlecht der Präsidentin halb verwechselt. Er nennt sie sehr geehrter Frau Präsidentin. Aber das kommt vor, umso mehr heute, wo man das Geschlecht ja einfach so wechseln kann. Geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, um das nochmal klarzustellen. Die Covid-19-Impfung ist der effektivste Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und vor Tod. Dass diese Ansicht höchst umstritten ist, scheint den Minister nicht zu kümmern. Offenbar glaubt er, er sei im Besitz der Wahrheit. Und genauso die Abgeordnetenkollegen, die ihm hier munter applaudieren. Und gleichzeitig ein wichtiger Beitrag zur Senkung des Risikos von Ansteckung und Weiterverbreitung. Das können Sie bestreiten. Bis zum jüngsten Tag, daran ändert sich nichts. Dankeschön.
Je größer die Lüge, umso pathetischer wird sie vorgetragen. Bis zum jüngsten Tag können Sie das bestreiten, es ändert sich nichts. Bis zum jüngsten Tag ändert sich nichts. Wie kann man so einen Unsinn sagen als Minister? Umso mehr, es ist phänomenal. Er weiß, was bis zum jüngsten Tag sein wird und da ändert sich nichts an. Seiner Fehleinschätzung ändert sich offenbar wirklich nichts. Also es ist nur zum Fremdschämen, was wir für Leute in der Regierung haben. Aber das ist noch nicht alles, denn Höhepunkt des Tages setzte unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach, was der sich erlaubte, das setzte noch einen drauf auf Pistorius. Jetzt können Sie sich das ansehen. Voilà. Ich habe zu diesem Thema eine Nachfrage gesehen vom Abgeordneten Sichert aus der AfD-Fraktion. Ja, vielen Dank. Sie haben gerade gesagt, Sie wollen gegen Verunreinigungen vorgehen. Nun haben wir die Verunreinigungen nicht nur bei Cannabis, wir haben die Verunreinigungen auch jetzt bei den Corona-Impfstoffen, wo die DNA-Verunreinigungen festgestellt worden sind mit Bakterien-DNA, die sehr gefährlich in Lipid-Nanopartikel verpackt ist, sodass sie vom Immunsystem nicht erkannt werden und in die Zellen eindringen. Was gedenkt die Bundesregierung gegen diese Verunreinigungen jetzt zu unternehmen? Das ist ja keine Nachfrage, wird da aus dem Publikum gerufen, weil offenbar die Frage nicht gefällt. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Abgeordneter, ich kann Ihre Frage nicht beantworten. Sie ist unwissenschaftlich. Sie wiesen auf die Verunreinigungen in der DNA der Impfstoffe hin. Die Impfstoffe werden mit RNA hergestellt und nicht mit DNA. Ist Karl Lauterbach so dumm? War er so unaufmerksam, warum auch immer, dass er die Frage nicht verstanden hat? Oder ist er so dreist, dass er einfach so lügt? Denn seine Antwort ist eine einzige Frechheit. Der Abgeordnete Sichert hat ja nicht gesagt, womit die Impfstoffe hergestellt werden, sondern er hat gesagt, dass es in diesen Impfstoffen, woraus auch immer sie sein sollen, DNA-Verunreinigungen gibt. Und das ist nun einmal ein Fakt. Dass der Gesundheitsminister hier so antwortet auf diese arrogante, ausweichende Art, das lässt tief blicken. Wenn alles so astrein wäre, hätte er das kaum nötig. Aber es gab sogar noch einen obendrauf. Und zwar nicht nur in Form des Applauses für Lauterbach, mit dem diese Abgeordneten, die hier applaudieren, sich eigentlich selbst kastrieren bzw. selber beweisen, dass sie nichts verstehen. Denn es handelt sich hier um eine elementare Logikfrage. Aber Logik spielt keine Rolle, wenn es nur um Ideologie geht. Aber jetzt noch das, was die Bundestagspräsidentin Bass zum Besten gab. Also ich erinnere noch mal, ich war gerade etwas abgelenkt, weil ich die Wortmeldung aufgenommen habe. Es geht ums Thema Cannabis. Cannabis? Ja, um Cannabis scheint es vielen zu gehen im Hohen Haus, aber die Bundestagspräsidentin, die macht damit deutlich, dass sie eigentlich diese Frage gar nicht hätte zulassen wollen und dass man so nicht fragen soll. Na gut, es ist eine Themaabweichung, aber wir sind hier nicht in der Schule, wir sind in einem freien Parlament und da darf sich ein freier Abgeordneter in meinen Augen auch mal herausnehmen, dass er vom Thema abweicht. Diese ganze Debatte ist in meinen Augen ein Trauerspiel, was wir hier gesehen haben, und es ist auch eine Schande, wie die Regierung hier umgeht mit dem Ganzen. Es war ziemlich schmerzhaft, das für euch zu dechiffrieren. Vielen herzlichen Dank fürs Reinschauen. Bleibt dabei, abonnieren, Like da lassen, Unterstützung, kleines Schmerzensgeld in die Kaffeekasse für das, dass ich mir das angetan habe. Und ich schaue mal, ob ich noch den Scholz schaffe zum Dechiffrieren und oder vielleicht den Aiwanger bei Lanz. Vielleicht ein paar Kommentare, was erwünscht ist. Versprechen kann ich es noch nicht, aber ich werde es versuchen. Alles Gute, danke, ciao und schönes erstes Adventswochenende.
Tag, meine Damen und Herren. Mein neues Buch ist raus, endlich mit Aktien Geld verdienen. Ich bin Max Otte, seit 40 Jahren an der Börse, manage 6 Fonds und habe hier mein gesammeltes Börsenwissen niedergelegt. Auf der Webseite zum Buch www.endlich-mit-aktien-geld-verdienen.de, also endlich mit aktiengeldverdienen.de, gibt es viel Zusatzmaterial, wenn Sie sich registrieren. Da können Sie dann auch viele Beispiele durcharbeiten. Schauen Sie rein, freuen Sie sich aufs Buch, ich freue mich auf Sie.